als er sich umdrehte, Peggy war tot. Ach, schau doch Peggy an. Ängstlich wie eine kleine Mädchen. Du hast ja doch einen Mädchenname. Ich wette, er hat sich aus Angst in die Hose gemacht. Guck, hat er doch. Hey, ich habe gar nicht Angst. Ja, ist ein großer Junge jetzt. Seine Mutti erlaubt ihm, Filme ab 12 zu schauen. Also, wenn ihr von diesen Gruselgeschichten keine Angst habt, dann was macht ihr denn? Ist der ganze Sinn, nicht Angst zu bekommen? Ja, aber ich habe keine Angst vor diesen doofen Geschichten. Dann vor was hast du Angst? Naja, ich nehme an vor Spinnen. Psch, Spinnen! Es gibt einen Mensch von meinen Träumen. Ägypter und Mumie. Und du, Peggy, wofür hast du große Angst? Das gibt wahrscheinlich Furcht vor vielem. Die Dunkelheit. Was? Schläfst du nach wahrscheinlich wieder nachtlich in einem Teddybär, Peggy? Naja, die Dunkelheit ist ziemlich schrecklich. Sigmar, du hast keine Angst vor der Dunkelheit? Die Dunkelheit? Wofür soll man Angst dafür haben? Es ist nur die Dunkelheit. Die Dunkelheit ist so unheimlich. Man lebt sein ganzes Leben im Licht. Und eines Tages wird alles dunkel werden. Peggy, es ist nur die Dunkelheit. Na dann, vor was hast du denn Angst, Sigmar? Nichts. Und sicherlich nicht von der Dunkelheit. Nichts? Wirklich? Sogar nicht die Dunkelheit? Peggy, ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Was war das? Hallo, Buben. Wer ist das? Die Frage ist nicht wer, sondern was. Ich bin kein Wesen, nur eine Anwesenheit. Eine übernatürliche, finstere Entität. Ich existiere durch zahllose Welten und Dimensionen, dessen Entsetzen ihr nie vorstellen könnt. Leute, hör auf damit. Das ist nicht lustig. Es ist Zeit für ein kleines Spiel. Mein Spiel? Folge meine Befehle und ihr könntet leben. Peggy, ich beginne mit dir. Was? Geh die Treppen hinab, wenn du leben willst. Nein, nein, nein! Ich kann es nicht! Jemand schaltet die Lichter wieder an! Peggy, geh! Lauf! Wenn du Licht je wieder sehen willst. Okay. Eine entbittende Wut in dir. Wut an deine Freunde, die immer über dich spotten. Ich habe nur zwei Freunde, Peggy. Der Schrecken und die Rache. Schließ dich an mir, Peggy. Zusammen können wir gegen deine entsetzlichen Freunde Rache trachten. Ich tue es. Deine Seele ist jetzt meine, mein lieber Peggy. Ah! 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 Wer ist Peggy? Peggy ist verloren. Jetzt bin ich tote Peggy. Sehr gut, tote Peggy. Sehr gut.
Khalid, steh auf und steige die Treppen hinab. Sehr gut, toter Peggy. Sehr gut. Sie denken, sie sind sicher. Der Mann von meinen Hauptschulden, das ist lange. Sehr gut, Herr Khalid. Sehr gut. Du hast eine Schlange. Quatsch! Noch eine. Du hast zwei Schlangen? Noch eine. Drei. Sehr gut, Herr Khalid. Sehr gut. Sehr gut, Herr Khalid. Sehr gut. Udo Bachmeier, geh jetzt, steige die Treppen hinab. Wo bin ich? Au! Ah, so, Herr. Du mit Spielzeug. Ägypter! Es ist Zeit für dich zu sterben. Aber nach der Kriegszeit derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Sich voneinander. Rette mich von dem Zorn der Ägypter. Dein Gott ist tot! Ah! Ah! Ah!
Ich hoffe, dass sie alle okay sind. Ja, ist mir egal. Oh gut, die Lichter sind wieder an. Gerhard Wolfgang von Beersdorf, der Vierte. Du bist als nächstes dran, herunterzugehen. Ach. Spinnen. Was hast du mit meiner Freundin gemacht? Ich habe keine Angst vor dir! Du bist ohne deine Freunde, oh Mutige. Wo bist du? Die Einsamkeit, ein interessantes Konzept. Einsamkeit ist die Abwesenheit von Menschen, Freunden, sowie Dunkelheit, in die Abwesenheit von Licht existiert, der Tod. Die Abwesenheit. Nein, 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 nein! Was ist los, Sigmar? Hast du Angst? Nein, du hast vielleicht Glück, Sigmar. Ich habe andere Pläne für dich. Was? Was meinst du? Hallo. Und wer bist du? Du? Ich bin du. Was? Was willst du mit mir? Es ist Zeit, deine Ängste zu begegnen. Du kannst mir mit der Dunkelheit nicht töten. Ich habe keine Angst davon. Ha! Vielleicht kein dunkler Raum, aber ich spreche von deiner Dunkelheit. Du hast Angst vor dir selber. Du lässt deine Wut an deine Freundin aus, nur weil du Wut für dich selbst hast. Du fürchtest, dass andere Leute wie früher dich auslachen,
dass du zu schwach, zu ängstlich, zu feige bist. Also musstest du dich in eine Abbildung verwandeln. Aber ich weiß, Sigma, das, was du am meisten fürchtest, ist dich selbst. Was? Ah! Hab keine Angst, Sigmar. Es ist nur die Dunkelheit.